Ja, nee, das ist falsch. Moment. Das hier. Hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Wir sind gerade in Dänemark und müssen noch ein Ründchen nach Aarhus über Herning fahren. Und dann geht's die A7 runter. Die komplette A7 runter. Also nicht die komplette, ne? A7, dann die A1, kurzes Stück A2. Auf die A3, auf die A4 und dann bis nach Frankreich. Und wir müssen gucken, ob wir noch ein paar Orte mitnehmen können oder nicht. Am liebsten wären wir Le Havre, Le Mans, Rennes. Le Havre, Le Mans. Ich weiß nicht, ob das Le Mans oder Le Mans heißt. Ich glaube, es heißt Le Mans und René. Oder Rennes. Aber wenn wir hier auch eine große Tour schaffen, dann will ich hier auch eine große Tour über Le Havre, die ganzen kleinen Orte hier, ne? Und dann über René, dann nach Brest und hast du nicht gesehen. Aber da müssen wir erstmal gucken, ob das überhaupt zeitlich passt. Denn die Tour ist ja auch nicht gerade nicht gerade ohne. So, ich habe geguckt übrigens in der letzten Folge. Ich habe mich ja gewundert, was das für zwei Clips sind. Ich habe sie gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie diese Clips entstanden sind. Aber gut, das kann auch mal passieren. So. Naja, gut, ich würde sagen, wir fahren los, wir fahren Autobahn und wir versuchen Zeit reinzuholen. Wir müssen irgendwo, wir gucken mal, wenn wir in Alheim durch sind oder Aarhus, dass wir dann irgendwann mal eine Pause machen oder so. Ich schätze mal, Höhe Hamburg oder so müssen wir eine Pause machen. Zack. Und wir müssen irgendwann auch nochmal tanken. Also, ja. So, na dann, genießt die Tour. Ich guck gerade mal, warte mal, können wir was zurückzahlen? Nee, nicht ganz. Ist schon teuer, ne? Ist schon nicht ohne, ne? Aber gut, dafür ist die Bank ja da, um halt ein bisschen Minus zu machen. Aber dafür tun wir ja auch was für unsere Firma. Ich würde sagen, als nächstes machen wir irgendwo einen Standort oder eine Garage oder so auf. Ich muss nur gucken, wo. Am liebsten wäre mir Rechts ja halten, irgendwie dann Ausfahrt rechts eine nehmen. Hauptstadt in irgendeinem anderen Land. Nimm die Ausfahrt rechts. Irgendwie zum Beispiel Paris oder ähnliches, ne? Amsterdam oder Brüssel, ne? Aber dazu Biege brauchen wir mal auch erstmal rechts ab. Kohle, weil wir müssen ja sowohl den Standort kaufen, als auch dann Mitarbeiter und LKWs, ne? Also ja, gucken wir mal, ne? Nachher heißt es noch wieder Rotlichtverstoß. Ist in Ordnung. Gut. Ja. Jetzt wird die nächste Ampel rot. Meine Fresse, ey. Nichts kannst du und selbst das kannst du nicht. Hallo, gib Gas da vorne.
Jetzt werden wir doch vom Scania eingeholt hier. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Übrigens, wir sind beim letzten Song der Playlist, also der Musikplaylist angekommen. Also nicht beim letzten Song, sondern bei der letzten, ne? Und ja. Die Playlist beginnt so gesehen gleich von vorne. Also die nächsten 20 Minuten irgendwas. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jemals durchschaffen, aber das waren, würde ich schätzen, 35 Stunden an reiner Musik. Und wir haben kaum was übersprungen. Also. Die Playlist ist unten verlinkt. Schaut beim Pandora Journey vorbei und bitte schaut mir nicht meine Frontschürze an. Die ist kaputt. Die war schon kaputt. Sagen wir so, die war schon kaputt. Meine Güte, wenn du mit fremden Fahrzeugen umgehst, will ich nicht wissen, was mit deinem eigenen Fahrzeug ging. Hallo, meine Güte. Nee, wir können gleich rechts bleiben, alles klar. Rechts halten. Ja. Dann rechts ab. Ich gebe mir Mühe. Ich bin dabei. Rechts halten. Ja. Dann rechts ab. Ich bin dabei. Schon längst durch. Oh, cool, ist unbegrenzt. Können wir kurz Zeit rausholen? Ja, Mann! Ja, ist in Ordnung. Ach ja. Liter. Hi, ei, 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 ei. Bitte rechts halten. Geradeaus. Ich habe nur geguckt, was die nächste Ortschaft ist. Achso, ja, wir fahren zu schnell, Entschuldigung. Vierundzwanzig Stunden Fahrzeit noch. Wir sind in einem Tag da. Yay! Ja, ganz entspannt. Aarhus, da müssen wir hin.
Was sagst du, um deine Yacht bekommen? Bestimmt. Sehr gut. Bitte links halten. Noch weiter links? Ich meine, gut, okay. Tatsache. Demnächst rechts abbiegen. Oh Gott, hier ist Kreisverkehr. Gott, oh Gott. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh. Nimm diese Ausfahrt. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssten die nächsten anderthalb Stunden irgendwo mal kurz auf dem Rastplatz oder so ruf. Hier. Anderthalb Stunden. Hoffentlich passt das. Das ist noch in Dänemark. Okay, ich hab mit Hamburg gerechnet, aber gut. Kann auch nicht mit allem rechnen, ne? Ja, müssen wir jetzt ein bisschen durchhalten. Kommen wir über die Lenkzeit drüber, aber ich hätte jetzt auch in Alheim irgendwo anhalten können, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Müssen wir jetzt mal kurz durch. Ach ja. Und dann pennen wir von, weiß ich nicht, 16 Uhr bis plus 9 Stunden, ja. Könnt ihr euch ausrechnen. Ja, und dann geht's weiter, ne? Was ist das für eine Dudelsackmusik eigentlich? Ich meine, ich finde die cool. Also wirklich, also die Musik finde ich cool. Ansonsten geht mir Dudelsack immer düdlich auf den Sack. Ja, ich bin dabei. Boah, ich hoffe jetzt auf der nächsten Tour können wir richtig Zeit rausholen. Also ich hoffe auf 2 Stunden. Dass wir dann nicht Ankunftszeit 20 Uhr am Freitag haben oder so. Ne, warte mal, 20 Uhr war falsch, ne? Das wäre plus 6, plus 9, 23 Uhr. Sondern dann halt, ja, von 23 Uhr runter auf, ja, 21 Uhr kommen. Warum schickt mir Erik Kure jetzt auf TikTok schon wieder ein Video? Da will mich doch während der Fahrt nur ablenken. Die Playlist ist vorbei, aber ich höre jetzt nicht, dass sie neu gestartet hat, obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass sie neu starten soll. Aber gut, ich könnte ja auch hier über ETS theoretisch Musik laufen lassen, aber das funktioniert ja nicht. Zum Kratzen. Bitte rechts halten. Ich bin bereits rechts. Oh Gott, war das jetzt ein Statement? Scheiße. Da komme ich wohl jetzt nicht mehr raus.
Das wird man jetzt aus dem Kontext schneiden und ganz klar sagen, dass ich rechtsradikal bin und dass man mich am besten in den Knast stecken sollte und weiß ich nicht. Dass ich ein schlechter Mensch bin. Flensburg. Och, oh Mann, ich dachte gerade wieder, ich bin zu schnell gefahren. Ja, ist in Ordnung, verstehe ich. Ja, ich bin dabei. Ich mach schon mal den Motor aus. Ich bin schon am Schlafen. Das Auto fährt von selbstständig auf dem Parkplatz. Von selbstständig? Was? Oh Gott. Oh Gott. So. Zack, Motor aus, Feststellbremse rein. Ruhepause. So. So, wir werden erstmal gleich mal bei der Bank unsere ersten Schulden abbezahlen. Zack. So. Gut. Boah, das sieht schon so nice aus. Das wären Aufträge, ne? Ja, ihr seht da schon, 160.000, ja? Es ist schon, wenn wir kein LKW gestellt bekommen, ja? Also, wow. Aber, der Frachtmarkt ist mit eigenen Aufliegern, ne? Und das muss ich nochmal überlegen, wie das funktioniert alles. Gut, wir haben jetzt eine Restzeit von 51 Stunden. Wir haben gerade geschlafen. Das heißt, wir haben jetzt noch 20 Stunden Fahrzeit vor uns. Ja, man möge hier gucken. 21 Stunden. Kriegen wir, also anderthalb Stunden kriegen wir auf jeden Fall runtergeprügelt irgendwie. Wir fahren jetzt nur noch Autobahn. Ja, das heißt, wir haben Fahrzeit von 20 Stunden. Heißt, wir fahren 10 Stunden. 10 Stunden Pause. Und nochmal 10 Stunden. Haben wir 30 Stunden insgesamt. Ja, haben wir 30 Stunden gesamt und wir haben eine Restzeit von 51 Stunden. Heißt, ich würde nochmal circa 10 Stunden oben raufhängen. Mindestens. Das heißt, ich würde jetzt hier sagen, pass auf, wir fahren endlich mal über Arnheim. Irgendwie, keine Ahnung, such dir was aus. Hier ein schöner Kreisverkehr. Wir fahren über Arnheim und über Zwolle. Irgendwie, ja. Okay, von mir aus fahren wir da hinten rüber. Mir eigentlich egal. Kurz nach Zwolle rein. Dann über Calais. Nach Paloel. Le Havre. Was? Also. Paloel.
5 und die ziehen wir jetzt einfach nur hier lang. Ich hoffe, der Kreisverkehr hier hinten reicht irgendwie. Keine Ahnung. Le Havre. Und dann fahren wir kurz, ne, wir können ja 30 Stunden, da machen wir jetzt noch hier. Dann nehmen wir noch Graninville oder wie das heißt mit. Und fahren über Rennes. Sind wir bei 31 Stunden nach Nantes. Das ist jetzt mein Plan. Ne? Das war wenigstens Le Havre. Wir könnten jetzt auch Le Mans mitnehmen hier. Ja. Aber dann haben wir nur Le Mans und Rennes. Ich möchte aber gerne, hier haben wir noch zwei. Ne? Die beiden und Rennes. Oder wir fahren über Le Havre, Le Mans und Rennes. Da fehlt uns einer. Ne? Gut. Das heißt, wir sind jetzt 10 Stunden am Fahren. Haben 9 Stunden Pause. Können wir ganz kurz berechnen. Ne? Also, wir schnappen uns einen Taschenrechner und geben in den Taschenrechner ein. 10 Stunden fahren plus 9 Stunden Pause plus 10 Stunden fahren plus 9 Stunden Pause plus 10 Stunden fahren. Warum jetzt 3x 10 Stunden fahren? Weil wir hier circa eine Fahrzeit von 30 Stunden haben. Kommen wir auf insgesamt plus 2x 9 Stunden Pause, kommen wir auf eine Fahrzeit von 48 Stunden und in 51 Minuten müssen wir es abgeben. Genau, weißt du Bescheid. Gut. Lass uns loslegen. Genau, lass uns loslegen. Zack. Samstag, knapp 8 Uhr Ankunft. Wir haben ja gesagt, wir fahren jetzt fast nur noch Autobahn, aber dadurch, dass wir jetzt nur über Dings fahren, also wir kriegen vielleicht eine Stunde eingeholt, mindestens. Weil wir dann, ne, dann fahren wir ja hier und da und hast du nicht gesehen. Dann fahren wir nochmal knapp eine Stunde, zwei Stunden, sage ich mal, kriegen wir vielleicht sogar eingeholt. Vielleicht. Aber großes vielleicht. Heißt, ich möchte Samstag 6 Uhr, von mir aus 6.30 Uhr, 6.30 Uhr sollte feststehen, aber 6 Uhr wäre schön. Auf der Uhr stehen haben. Sogar 11 Stunden fahren, ja. Gut, let's go. Rein der Hase. Ich will mal ganz kurz was berechnen. Wenn wir mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 so weiterfahren würden, geteilt durch 2100 Kilometer. Ne, andersrum. 2100 Kilometer. Nein, 2100 Kilometer. Durch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, ich sag jetzt mal 70 km/h, wir fahren ja auch noch mal durch die Stadt, sind wir in 30 Stunden da. Also vielleicht kriegen wir ein bisschen Zeit eingeholt, vielleicht auch nicht. Aber wir haben eine Zeitspanne von 30 Stunden. Circa. Wir fahren zwar auf der Autobahn jetzt 85, ja, aber wie gesagt, wir fahren ja auch nochmal kurz durch die Stadt. So, wir verlassen Dänemark und fahren nach Deutschland in den Westen. Bitte links halten. Ja, bleib mal ganz entspannt. So, siehst du, apropos, selbst wenn wir am Auftragsmarkt sind, wir starten ja von Berlin aus oder Berlin-Umgebung, 106.000, siehst du, und Alter, bis an die spanische Küste, hoi, 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 hoi. Oder nach Edinburgh, 39 Tonnen, aber das, also 100.000 ist schon, also pff, top dafür, ne? Also wir würden hier durch einige große Städte fahren, das steht fest. Der billigste Auftrag wäre hier irgendwas mit 7.000. Darüber haben wir uns damals gefreut. Ha. Und jetzt sind wir bei irgendwelchen 100.000ern, ne? Theoretisch hätten wir noch Forst um die Ecke, Stettin um die Ecke mit 54.000, Uelzen, Magdeburg. Ne, also man könnte jetzt gucken, ah, okay, in Rostock gibt es gerade für 44.000
Okay, gibt's von Berlin nach Rostock irgendwas? Radom, Karlstadt, Ulucum, Bratislava, bla 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 bla. Okay, gibt's nicht. Okay, gucken. Gibt's nachts? Ist wie eine Münde irgendwas. Und dann halt gucken, dass man den Auftrag dann irgendwie annimmt. Dass man halt nicht leer fährt komplett, ne? Also, gut. Fahrermanager. Ich will mal ganz kurz gucken. Die sind... Ah ja, die sind schon also in Schweden. Sehr nice, das freut mich. Fahrtenbuch. Die letzte Woche oder die letzten Fahrten nur Plus gemacht. Das gefällt mir. Was ist mit Martin? Auch nur Plus gemacht. Gefällt mir auch sehr gut. Gefällt mir nicht so gut, John. Du verschlechterst dich. Drei Leerfahrten. Das Sieg. Fracht nichts, nichts und nichts. Du fährst jetzt gerade nach Russland hoch. Und die gute Aneta. Die macht auch gut. Die macht das gut. Super. Freut mich. Die fährt jetzt nach Brüssel. Super. Und wir haben hier so eine riesige Tour, weißt du? Von hier oben sind wir... Nee, warte mal. Wo sind wir gestartet? Helsinki sind wir gestartet. Glaube ich. Ja, ja. Guck mal, ich habe 780 Euro ich selbst pro Lieferung. Ja, guck mal hier. Die wohl gerade mal die Hälfte. Ja, ja. Gut. Weiter geht's. Wie gesagt, Samstag 6 Uhr wäre schon 6 Uhr wäre die schönste Ankunftszeit, die ich mir wünschen würde. Aber 6.30 Uhr ist auch hoffentlich schaffbar. Wir fahren ja jetzt erstmal nur Autobahn. Das ist das Gute, wenn wir schon die Städte haben, ne? Also, ja.
links halten.
Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Marvin, du solltest doch inzwischen wissen, was ein Busfahrer ist. Außerdem verbrauchst du deine ganze Langeweile. Deine Langeweile-Punkte, die du bekommst, wenn du hier die ganze Zeit zuschaust. Ja, kostet nämlich immer ein paar Punkte. Und ja, die verbrauchst du. Also du solltest doch inzwischen wissen, was ein Busfahrer ist. Mann. Ja, nee, da ist ein Timer drin. Also, dass du nicht so viele Befehle hintereinander ausüben kannst. Ja. Ne? Ihr seid auch doof. Ihr seid auch beide doof. Marvin, du solltest wissen, was ein Busfahrer jetzt ist. Und wie gesagt, da ist eine Sperrfrist drin, dass du es halt nicht so oft eingeben kannst und darfst. Und so viele Befehle hintereinander, ne? Also, sonst könntest du ja den ganzen Chat zuspammen und das wollen wir ja nicht. Übrigens ist es jetzt geändert, ne? Oder auch nicht. Schade, dass es nicht... Okay, es ist... Habe ich es nicht gespeichert? Doch, ich habe es gespeichert. Naja, was weiß ich schon. So, Uff in den Niederlande. Komm, gib Gas links neben mir.
Ich werde alle auf dem Bus und LKW. Ich habe hier auch Schokolade und die ist fast leer. Das hier. Aber ihr habt ja immer noch nicht erraten, was das ist. Also kann ich euch auch nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Aber ich werde jetzt weiter Schokolade essen. Nein. Das ist in einer Runde einfach. Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Das ist doch abgesprochen. Das ist nicht witzig. Darüber lacht man nicht. Übrigens, ne? Marvin? Hier. Ich habe eine Cola bei. Prost. Also habe ich mir ja vorne aus dem Tiefkühler. Ach, Tiefkühler sage ich schon. Da passt sie ja nicht rein. Wollen wir vielleicht einfach eine Liste erarbeiten, wie ihr eure Langeweile verbrauchen könnt? Einfach so unsinnigen Scheiß, aber ich will halt nicht Stream Elements überlasten. Also mit zu vielen Befehlen, wisst ihr? Aber ihr seid alle beide bescheuert. Ja, ja, ich will einen eigenen Befehl. Gut betagt. Aber ey, wir haben schon fast 6.30 Uhr rausgeholt, ne? Und? Ich möchte nur erwähnen, wir haben noch 4,5 Stunden. Also wir haben schon über eine Stunde rausgeholt. Ja, aber wir sollten auch unseren eigenen Befehl haben. Ja, naja, aber warum denn? Iri, es tut langsam weh, diese... Du weißt doch, wer ich bin. Du kennst mich inzwischen privat. Ihr seid beide dumm. Hallo? Hallo? Noch so ein Ding? Timeout. Ah ne, hier noch nicht. Ah ne, okay, wir brauchen gar nicht reinfahren. Wir brauchen nicht reinfahren. Perfekt, nice. Okay, wir fahren los. Ja, genau, sag's jetzt so. Hör doch einfach auf, die Wahrheit auszusprechen. Warte mal, eins schreibe ich mir auch mal gerade auf. Warte mal, wo ist mein Stift?
So, eins habe ich mir aufgeschrieben, ein Befehl. Das war sehr gemein. Ja, ich habe jetzt 2 Zuschauer weniger. Alles klar. Gut, weiß ich auch Bescheid. Perfekt. Was zum Teufel ist das bitte für ein Song? Könnte ich mal ganz kurz. Übrigens, der Song, der die ganze Zeit gerade lief, ist der hier gewesen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der irgendwie reinpasst oder ähnliches. Hier habt ihr den den Titel, weil wir gucken mal jetzt in unsere Playlist gerade ganz kurz rein, Official Preview, und da beginnen wir die Playlist einfach von vorne. Es beginnt mit Sham Stalin und Pandora Journey, My Condolences, irgendwas. My Condolences Monster. Gut, mit der Musik beginnen wir. Let's fucking go. So, ich habe jetzt 2 Zuschauer weniger. Perfekt, weil ich 2 Nachrichten gelöscht habe. Perfekt. So, ich esse jetzt mal weiter, ne? Was? Ich bin nur am Gang drin. What the fuck? Hat einfach einen Gang aufgenommen. Nö. Na gut. Bitte links halten. Auf einmal ist der Chat sehr ruhig. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Die haben auf einmal nichts mehr zu sagen. Die haben wahrscheinlich Angst, dass sie getimeoutet werden. Oder die beiden haben wirklich abgeschaltet. Was natürlich auch empfehlenswert ist. Das ist doch abgesprochen. Das ist doch abgesprochen. Ihr habt doch gerade miteinander gechattet. Okay. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, weil ich so gelacht habe, bin ich nie duschen. Ja, ist klar.
Ausfahrt rechts nehmen. Jo. Nimm die Ausfahrt rechts. Gruppe takt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Leck mich. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sagen wir einfach, ich war übermüdet am Steuer. Ups. Was da passiert? Spiel abgestürzt. Ups. Fertig zum Losfahren. Ach Mensch, der hat ja kurz vor knapp hier gespeichert, ne? Biege nach rechts ab. Wir wollen natürlich nicht über Rot fahren, ne? Ich mache ihn so. LKW machen so. Unfall. Los. So, jetzt esse ich noch die letzten Reste hier auf. Ist das grün? Was war das dann? Bist du bescheuert oder was? Siehst du, dass ich hier stehe, du dummes Stück Scheiße? Ist nie was passiert. Oberhausen. Gott, oh Gott. Boah, die nächste Runde eigentlich können wir, sag mal. Gloppe takt. Der Heuk auf den Tisch.
Oh nein, es sind nur noch 8 Stück übrig. Nein. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Marvin. Gute Nacht. Tschüss. Fasse ich den letzten Rest hier einfach auf und dann hat sich die Sache. Dann können wir, uns an die Chips-Tüte ranmachen. Ja. Lass uns loslegen. Ach ja. Warte mal, wir hatten noch 6.30 Uhr rausgefahren. Wie kommen wir denn jetzt schon wieder auf 6.40 Uhr? Was zum Teufel ist mit dieser Engine? ...1400 Kilometer noch. Maß. Kommt daher das eine Maß, was man einschenkt beim Bier, oder ist das die eine Maß oder ist das die Maß? Bitte links halten. Ja, Entschuldigung. So, wir beenden auch gleich in YouTube die Folge.
Upsala. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte schon wieder ans Handy und bin auch so an die Maus gekommen. Was? Ich hab Post? Wieso hab ich Post? Was ist denn? Also darum kümmern wir uns auch gleich. What the fuck? So. 5 Minuten müssen wir ins Heierbettchen. Wir machen schon mal Motor aus, weil wir müssen ja gleich tanken. So, mal ganz kurz gucken, ob wir wieder betrogen wurden. Wir haben einen Spritpreis von 1,51 Euro. Wir haben getankt 519 Liter und 340 Milliliter. Kommen wir auf einen Preis von 784,20 Euro. 20 Cent werden uns erspart. Okay, dann sind die Schulden vom letzten Mal getilgt. Fanto parkt auf dem linken Parkplatz. Damit möchte er uns bestimmt seine politische Meinung äußern. What the fuck? What the fuck? Gut. YouTube, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin bin ich hoffentlich ein bisschen fitter. Tschüss.